Irgendwann in der Zeit hat mein Körper dann gespürt, dass er mit meinem Intellekt, also mit meinem wahnsinnigen Verstand... Entschuldige, Jöran, ich... Jetzt haben die schon wieder von der Arbeit angerufen. Das scheint wohl ein Notfall zu sein, das heißt, ich muss leider los. Naja, es geht schon in Ordnung. Leid. Ja, echt war schön, dich kennenzulernen. Ja, ganz meinerseits. Also dann, das ist für den Kaffee. Entschuldige, ich glaube, dein Kaffee hat 44 Kronen gekostet. Okay. Ich muss mich korrigieren. Ich weiß, dass er 44 gekostet hat. Das heißt, dass du noch 4 Kronen haben willst, oder? Ja, das ist doch wohl fair. Aber sicher, das ist nur fair. Absolut. Oh Gott, das ist doch... Was ist? Nichts, ich bin nur... Du bittest echt ein Date um 4 Kronen? Da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Würde ich jedes Mal 4 Kronen verschenken, wenn ich einen Kaffee mit einer egozentrischen Frau trinke, die 10 Jahre alte Bilder online stellt? Tja, dann wäre ich ruiniert. Okay, Jöran, du meinst also dein Aussehen, mit dem du dich online präsentierst, ist auf dem neuesten Stand? Du weißt, dass du wie ein Clown aussiehst, oder? Ein Clown? Wieso lässt du die blöden Haare an der Seite wuchern, wo du nach oben keine mehr hast? Das sieht echt verdammt scheiße aus. Weißt du was, Jöran, auf dem Weg hierher habe ich gedacht, Clara, verurteile diesen Mann bloß nicht zu schnell. Aber du machst es mir ehrlich gesagt nicht gerade einfach. Jedenfalls nicht, wenn du hier in solchen lächerlichen, komischen Hosen auftauchst. Ich lege nicht so viel Wert aufs Aussehen. Ich finde, die inneren Werte sind wichtiger, die Persönlichkeit eines Menschen. Ja, wenn du wenigstens nett oder witzig wärst, dann hätte ich vielleicht auch nicht so auf deine Frisur geachtet, falls man das so nennen kann. Aber leider bist du ein verdammt egoistischer Typ, der auch noch Capoeira am Wochenende macht. Welcher Mensch tut sowas? Außerdem bist du wahnsinnig geizig. Und wahrscheinlich läufst du wegen dieser 3 Gründe immer noch als Single durch die Gegend. Und wenn, ich suche sowieso keine feste Beziehung. Okay, und was sollte denn dieses Date überhaupt? Was genau hast du dir davon erwartet? Sag's einfach. Du, ich lande ganz schön oft in der Kiste, nur zur Information. Glückwunsch. Wie schön für dich. Mich wirst du nie in die Kiste bekommen. Hier hast du 5 Kronen. It's a new dawn. It's a new day.